Also auf jeden Fall sage ich nochmal Moin Moin, liebe Leute auf YouTube. Ich weiß nicht genau, seit wann ihr raus seid. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben Schildkrötenland gesehen. Subnail wird es vielleicht auch wiedergeben, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe aus Versehens dann auf Pause oder hier auf Aufnahme ausgedrückt in dem Moment, wo ich die Schildkröten hier gefunden habe. Vielleicht aus Panik. Räucher geben Stöcker, die trocknen, ne? Ah, guck mal, wie locker wir zur Behausung kommen. Kostet ein bisschen Fleisch, ja, ein bisschen Ofen wird aber auch gut. Danke dir für den Follow, moin. Raid mache ich meistens bei Leuten, wo ich weiß, wer das ist. Nach. Ja, hier wäre natürlich jetzt echt eine Bahn praktisch. Schön einmal mit Schienen gerade los und ab dafür. So, diese Dinge, das brauchen wir nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das. Naja. Hilft auch nicht weiter. Wieder zurück. Ich mach gleich ein bisschen Platz. Noch immer Neues. Mal moin, mal moin. Zack. Aber kann ich auch besser so bauen. Ah. Der Böse. Der ist schuld bestimmt. Ja, wenn wir das jetzt hier... Ja, so kommt man hier nicht hoch. Dann müssen wir wirklich auf die hier... Die Seerosen. Und die Seerosen kann man anbauen. Seit wann sinkt Wasser so zum Boden her? Was war's? Sumpfbäume, hier haben wir hier. Irgendwie diesem Sumpfgras. Nein, da ist schon die zweite Frage mit dem Texturpack heute Abend, Leute. Wer weiß es noch? Auch Eichenholz, ne? Ja. Was? Schafe, oder? Volliges Plätzchen. Hier ab durch den Sumpf. Großes Gebiet. Aber wollten wir nicht hin, ne? Alter. Einfach mal geradezu hier reingehüpft. Schön. Wie wär's mit einem Palast aus Eis? Folge mal moin. Moin. Ich guck. Später nochmal. Texturpack. So, hier weiter. Ja, es ist noch nicht mal Mittags und wir sind schon fast da. Aber es ist zu weit, um das immer hin und her zu latschen, ne? Oh Gott. Ein paar. Oh, Lava. Ein Lavasee.
Schildkröten sind immer noch da. Das ist doch schön, dann können wir das nochmal zeigen, ja, liebe Leute, auf YouTube. Weil den ersten Part werde ich jetzt nicht hier haben. So, da ist Eiswelt. Nee, und Eis, da wollen wir hin. Und hallo Schildkröte. Vorhin waren hier drei. Vielleicht sind einige weitergezogen, man weiß es nicht. Ist bestimmt noch irgendwo so ein Unterwassertempel und so ein Quatsch, ne? Das ist richtig Eis. Aber, warte. Dem Lamas Wolle? Ja. Wieder nicht gut vorbereitet. Stichwort, wenn wir jetzt darüber gehen und da schlafen müssen oder so, brauchen wir noch Wolle für ein Bett. Also hoffe ich, dass hier noch irgendwo in diesem grünen Land Schafe rumlungern. Na, guck mal, da sind wir hier mit dem Pferd von unterwegs gewesen und dann sind wir hier eben runtergefallen und haben das Pferd verloren, ne? Tragisch. Tragische Weise kam es um. Das Pferd. Hier ist keine Wolle. Ich brauche Wolle. Schöne Blumen. Also hier ist auf jeden Fall eine richtig nice Quelle für schöne Blumen, für schöne Gärten, ne? Aber wo sind die? Was ist? Ich muss hier weiterbauen. Ich kann auch da hinten zur Eiswelt. Riesig groß. Eisbären? Ich noch gar nicht. Aber es nervt mich, Leute, dass ich hier nicht ein Bett bauen könnte oder irgendwas. Ah. Schere habe ich noch. So. Auch ein weißes Schaf am besten. Hat gleich wieder drei Wolle gedroppt. Nice, das Ding. Schönes Schaf. So, ein bisschen Holz. Eisbären greifen mich schon an, oder? Bin ich dann tot schnell? Das alles für Blumen. Pfingstrose. Okay. Ja, da wir jetzt eh einen angebrochenen Stack davon haben, nehme ich mal mehr mit, ne? Die weiblichen Zuschauerinnen. Pfingstrosen. Oder für die männlichen, die auch gerne Blumen haben wollen. Man weiß es nicht. Bitte, was ist denn das für ein Land? Ja, noch gar nicht so ein Eisland. Problem ist aber, ich verlaufe mich hier bestimmt wieder. Ne? Da hinten ist... Okay. Ich müsste eigentlich den Wald hier mal abfackeln. Damit das alles wegbrennt und wir besser sehen können. Aber ich habe keinen Feuerstein auf Tasche. Also kein Feuerzeug machen. Wird doch gleich schon wieder dunkel, ne? Alter, was ist das denn? Sieht das nur so aus oder ist das irgendwas? Nein, es sieht nur so aus. Ich dachte, dass irgendwas Besonderes gebaut ist.
Boah, Baby-Eisbär. Grün ist das. Aber es wird gleich wieder dunkel, liebe Leute. Das heißt, hier muss wieder irgendwie irgendwas hin, oder was? Gibt es Eistempel in Minecraft? Wie gesagt, gab es bei mir, also das ist für mich neu, kenne ich noch nicht. Wir kriegen jetzt aber auch keine Hütte mehr hin, ne? Aber wir kriegen auf jeden Fall noch schnell ein Bettchen. Die Eisbären werden uns heute Nacht wohl nicht futtern. Aber ich glaube nicht, dass sie wohlgesonnen sind, oder? Gute Nacht. Die Eiswelt beim Sonnenaufgang. Ich dachte, das sind die gleichen Fische. Denn ein Boot, ne? Zwei Stück oder so. Zeugs nehmen wir mit. Sicher ist sicher. Nicht brauch. Weiß ich weg. Obwohl Seerosenblatt. Aber die können wir uns da wiederholen, wenn wir es brauchen. Ne? Weil das wäre ja auch noch vielleicht ganz schön für unsere Poolbereiche. Erwachsene Eisbären sind zunächst neutral. Elterntiere greifen den Spieler sofort an, wenn man sie oder ihr Jungtier angreift. Oder wenn man sich eine kurze Zeit in einem 20-Block-Radius um ihre Jungen befindet. Danke dir. Da sind wir wieder ein ganzes Stück schlauer. Also eigentlich tun die Eisbären erstmal nichts, aber dann tun sie doch was. Weil 20 Blöcke umkreisen ist ganz schön viel. Erstmal nochmal eine Ofenkartoffel. So. Mal gucken, ob das zusammenpasst hier. Für mehr Platz können wir nicht machen. Hier sind wir ja schon, ne? Oh, gibt aber viele Eisbären. Wir sind einfach so kaputt. Kriege ich nicht Eis? Rutscht auf jeden Fall. Gibt's nicht Eis für mich? Irgendwie. Das ist kein abbaubarer Block, Eis. Schmilzt zu schnell. Ein Schnee gibt's ja, ne? Schneebälle hier, das müsste gehen. Ja. Das ist aber auch sehr, sehr furchtbar zerklüftetes Land, ne? Eisland. Da bin ich noch nicht so glücklich. Versuchen Füchse anzugreifen. Auch ein schöner Fun Fact, so nach dem Motto. Naja, ich würde sagen, YouTube-technisch glaube ich, die Folge ist heute knapp, aber fehlt ja auch ein Teil. Von daher trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eisland werden wir in der nächsten Folge ein bisschen weiter erkunden. Vielen Dank für euer Support. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.